So, und da sind wir auch schon wieder, meine sehr verehrten Zuschauer, zu Blitztest, The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb DLC. Nur mit den unvergleichlichen Green Dragon. Ah, klasse. Ich bräuchte mal Halo of Lies oder sowas. Lass mich mal ein bisschen schützen, denn ich bin gleich im Arsch. Leute, ich hab Lil Steve bekommen? Wieso habe ich jetzt Lil Steve? Ja, Zuschauer, das war's denn ja wohl gleich. Bombs, okay. Ach, das kann ich hin und her wechseln zwischen 99 Schlüssel oder 99 Bomben. Jetzt habe ich nicht mehr Lil Steve. Jetzt gehe ich eigentlich nicht in den Shop. Oh, bitte. Lass wenigstens ein Herz da sein. Das war so klar. Ja, das war's dann wohl, Zuschauer. Ich schaff's jetzt bestimmt nicht, ohne Treffer hier rauszugehen aus der ganzen Schäse. Das schaffe ich nicht niemals. Ah! Ah! Lil Steve ist schon wieder da. Oh mein Gott. Auch nur weil ich jetzt Lil Steve und etc. hatte. Ich brauche einen Job. Mann, nein! Scheiße, ja. Unten sind zwar noch ein paar Herzen, aber sind auch nur halbe, glaube ich. Ich muss den Boss versuchen, mit Bombenplatz zu machen. Ist doch bestimmt jetzt wieder hier ein Uberfucker. Garantiert hier wieder der bekackteste Boss, den es überhaupt hier gibt. Definitiv nein. Was? The Blood? Kenn ich nicht. Aber fängt nicht schlecht an, muss ich schon sagen. Ich hab jetzt schon die Hälfte runter von denen. Alter! Was ist denn das? Mann, ich bin so kacke, ich schaff's nicht mal, den blöden Augen auszuweichen. Oh. Die sind so unvorhersehbar. Lol. Ja, das war's. Bei This Thing It's a Dark Place. Oh, meine Fresse. Das nervt mich jetzt schon so ein bisschen an. Ja. Ich würde sagen, dann war's das jetzt erstmal meinerseits von Let's Test. Ja, es werden vielleicht noch ein paar Let's Plays folgen, wo ich das noch ein paar Mal versuche. Hätte ich Lust zu, ich spiele es auch so oft. Also kann ich auch aufnehmen gleich und dann ist die Geschichte geritzt. Werde ich sehen, wann ich das mache. Morgen ist ja Wochenende. Also mal sehen. Ja, dann war's das erstmal. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt und Dead Space 3 sehen wollt und unser geheimes Projekt, dann abonniert uns und ihr werdet es nicht bereuen, ich schwöre. Also bis dann, liebe Zuschauer.